Einmal siehst du. Oh, Herr, vergib mir meine Sünden. Warum? über die Hälfte ist zu viel mal ruhig. Aber egal, wir fangen trotzdem an. Herzlich willkommen bei Erst auf the Go. Ich bin der Immo und heute geht es wieder um die Top 3 aus unserem Sortiment. Meine Top 3. Ja, ganz allein, das ist meine Top 3 und das ist alles meine. So, es fiel mir sehr schwer, unter den Top 3 GBB-Pistolen keine Tokio Marui zu haben, weil ich habe mich ja öfters schon als absoluter Tokio Marui-Fanboy geoutet. Und ja, 2 von 3 sind natürlich Tokio Marui. Es hat gerade noch von VFC die Glock 45 in meine Top 3 geschafft. Aber okay, fangen wir erstmal an, mal wieder bei den Top 3. Was heißt, sie hat es knapp geschafft? Sie ist die 2. Top 3 ist bei mir die Tokio Marui High Kappa 5.1. Das ist natürlich so, ja, eine der bekanntesten Airsoft-Pistolen, eine der modularsten Airsoft-Pistolen auf dem Markt. Klar, Kunststoffschlitten, aber naja, Tokio Marui performt halt 1A und weil die 5.1 halt so extrem modular ist, also man kriegt sie ja wirklich in unterschiedlichsten Variationen oder man kann sie umbauen zu unterschiedlichsten Variationen. Sämtliches an Tuning passt und weil die halt so modular ist, ist es halt bei mir die Top 3 geworden, beziehungsweise die 3 unter meinen persönlichen Favoriten. Ganz klar, einfach weil das Gesamtpaket einfach stimmt. Sie ist nicht allzu teuer und Performance ist wirklich 1A. Deswegen Tokio Marui High Kappa 5.1 ist bei mir die Nummer 3. Dann hat diese kleine Schönheit, hat es mir sehr angetan. Ich habe sie selber noch nicht, aber die wird auch noch in meine Sammlung kommen. Das ist die Tokio Marui, siehst du, geht schon wieder los. Das ist die Glock 45 von VFC. Ich finde einfach dieser Mix, eigentlich ist es ja quasi eine schwarze Glock 19X, da haben ja auch viele drauf gewartet. Diese schöne kurze Version, also wie die 19er Modelle, aber dann das Glock 17 Griffstück. Ich finde, die liegt auch richtig, richtig gut in der Hand. Also wirklich von etwas kleineren Händen über XL. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Es gibt noch nicht so viele Aftermarket-Parts, aber durch das neuartige Hop-Up-System, also man kann von vorne das Hop-Up einstellen. Standardmäßig ist schon konkaves Gummi eingesetzt, finde ich halt wirklich auch richtig gut. Und die Performance, die braucht sich eigentlich auch nicht großartig verstecken. Und deswegen ist das Modell halt, finde ich, total interessant, auch für Links- und Rechtshänder geeignet. Der Verschluss, der Schlittenfang beidseitig bedienbar. Man kann den Mag-Catch tauschen. Also so an sich finde ich es auf jeden Fall eine richtig schöne Mischung aus mehreren Glock-Modellen und für Airsoft wirklich echt optimal. Also gefällt mir richtig gut, ist bei mir auf der Nummer 2 von meinen persönlichen Top 3 gelandet. Und dann natürlich die 1. Die hat es mir sowas von angetan und ich habe auch nicht lange überlegt, sie mir zu schnappen. Das ist jetzt die schwarze Version. Wir haben sie natürlich auch in Flat Dark Earth. Tokio Marui FNX 45. Einfach auch eine richtig gute Performance. Ein neues Gassystem von Tokio Marui. Performt wirklich 1A. Richtig gut einstellbares, sauberes Hop-Up-System. Auch modular. Links-Rechtshänder-Bedienung ist auch überhaupt kein Problem. Sicherung, Verschlussfang, beziehungsweise Schlittenfang und natürlich auch der Mag-Catch sind, was das angeht, komplett beidseitig bedienbar und hinten kann man, je nachdem was man für eine Handgröße hat, natürlich auch noch das Rückenstück ändern. Also finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Rotpunktvisier kann man direkt draufbauen von Tokio Marui. Ich habe mal, ist Geschmackssache, ich hole mal meine. Da bin ich wieder. Ist natürlich absolut Geschmackssache, muss jeder selber wissen, was man sich da dran bastelt. Ich habe sie eben noch bei uns im Keller ein bisschen ausgeführt und habe jetzt natürlich dementsprechend noch einen Tracer drauf. Der Dummy ist natürlich, ja, ne, braucht man nicht drüber reden, wie es in Deutschland aussieht rechtlich. Ist natürlich nur für die Funktion, für mein Holster. Ansonsten TM, sie macht einfach Spaß, sie hat eine tolle Performance. Und deswegen ist die FNX 45 momentan auf dem Markt. Ganz klar und in meiner Sammlung die Top 1. Ja, so viel dazu. Ist natürlich, ich stelle sie nochmal so ein bisschen nebeneinander, ne? Dann kann man sich nochmal so die beiden schön anschauen. Ja, wie gesagt, ist einfach vom Feeling her, vom,
von der Präzision, Reichweite, wirklich, wirklich Tokimaru typisch, 1A, out of the box. Braucht man gar nichts ändern, läuft super. Ja, ihr könnt ja mal wieder eure Meinung äußern, was ihr jetzt von meinen Top 3 haltet aus unserem Sortiment. Gerne mal wieder in die Kommentare posten. Vielleicht gibt es bei euch eine andere Reihenfolge und die Modelle sind bei euch auch vielleicht auf den Top 3, was ihr davon haltet. Und ansonsten gerne wie immer unseren Kanal abonnieren, gerne die Glocke drücken, damit ihr unter anderem unsere Top 3 nicht verpasst. Viel Spaß, ciao!